Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute zeige ich euch, wie ihr kurz und schmerzlos einen super Snack für den Kinoabend machen könnt. Ihr braucht keine gesalzenen Erdnüsse kaufen, denn die gehen ganz schnell selber. Dazu einfach geröstete Erdnüsse nehmen. Das sind jetzt 200 Gramm. Dann, ich mache mal so einen halben Teelöffel Öl. Nice. Ungefähr ein halber. Müssen wir gleich mal gucken, ob das reicht. Wir machen das immer so frei Schnauze. Und jetzt habe ich den Löffel für Salz genommen, also mache ich das einmal so. Einiges an Salz dran. In Deutschland braucht wahrscheinlich weniger. Wie hier mehr. Und verrühren. Mehr ist das jetzt nicht. Geht super schnell. Die tun wir jetzt uns einfach in ein Glas. Wenn ihr die sofort esst, dann wundert euch nicht, die sind halt durch das Öl ein bisschen ölig. Wenn ihr die einfach stehen lasst, dann zieht das aber ein. Und dann sehen die genau so aus wie die aus der Dose. Nur ihr wisst genau, was da drin ist. Versucht ruhig alles ins Glas zu kriegen. Fertig, selbst gemacht und vor allem nicht gekauft. Und die schmecken genauso wie das Original. Der Vorteil hieran ist, ihr könnt das würzen, wie ihr möchtet. Der Martin nimmt zum Beispiel Chili und Paprika gerne. Ich mag es halt einfach so. Ihr könnt sogar in Deutschland, gibt es die auch zu kaufen, Wasabi dran machen oder was auch immer. Ihr könnt sie pfeffern. Mit Curry könnt ihr sie machen, egal. Alles ist erlaubt, alles ist machbar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die würzt. Und dann hoffe ich einfach, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Viel Spaß beim Nachmachen! Heute zeige ich euch mal kurz und schmerzhaft, wie ihr den perfekten Snack... Kurz und schmerzhaft.